Hallo, in diesem Video will ich so einen Fall erklären, den man oft kriegt. Und zwar, ich habe hier eine Liste von Motoren, die mir zur Verfügung steht. Und ich will hier, dass ich hier die Leistung eingebe. Und hier müsste dann der nächstgrößte Motor kommen und dessen Preis. Oh, habe ich hier auf Preis falsch geschrieben? Moment, tun wir es mal richtig machen. So. Okay, also das heißt, ich habe jetzt hier 41 als Leistung eingeben, 41 kW oder was immer. Und ich habe hier Motoren, der eine Motor ist bei 35 kW und der nächste wäre bei 50. Also schön wäre, wenn ich den 50er Motor kriegen würde, also den Motor D, weil der könnte mit 41 kW, die kann er liefern. Jetzt, wie kann man das machen? Es gibt jetzt mehrere Methoden. Eins ist, ich habe mehrere Videos gemacht über einen S-Verweis. In dem Fall wäre der S-Verweis kein gutes Werkzeug. Ich kann es mal auch zeigen, warum. Ich mache mal ganz schnell den S-Verweis. Und zwar ist gleich S-Verweis. Das Suchkriterium wäre dann meine Leistung. Der Matrix wäre dann diese Motoren. Ich will den Motor, also Spalte 2. Und machen wir mal falsch zum Beispiel. Da würde ich nichts kriegen, wenn ich jetzt hier diesen Bereich Verweis auf falsch habe. Weil es gibt keinen Motor mit 41 kW. Okay? Und wenn ich das auf wahr stellen würde, dann würde ich zwar einen Motor kriegen, aber den C-Motor. Und der C-Motor ist viel zu klein. Ich meine, der kann nur bis 35 kW leisten, aber ich brauche 41. Und von daher sieht man, dass der S-Verweis nicht so ganz das ideale Werkzeug ist für diese Sache. Wenn ihr mehr Infos wollt über S-Verweise, ich habe mehrere Videos gemacht über S-Verweise, da ist alles erklärt, auch wie man so einen S-Verweis aufbaut und so weiter. Jetzt hier ist ein S-Verweis nicht optimal. Deswegen hier braucht man eine andere Funktion. Das ist braucht man zwei Funktionen. Das ist der Vergleich und Index. Ich fange mal an. Und ich mache mal hier eine neue Rubrik. Die heißt Zeile. Und die Funktion Vergleich, die findet man auch entweder über alle. Und ist sie dann da unten bei V. Vergleich. Okay. Oder man findet sie auch unter Matrix. Wie der S-Verweis. Jetzt, ähnlich wie beim S-Verweis, sie fängt an mit Suchkriterium. Und Suchkriterium ist die Leistung, die ich eingebe. Also wenn einer den S-Verweis kennt, dann ist die Funktion Vergleich sehr, sehr ähnlich. Suchmatrix ist dann quasi die Matrix, die ich habe. Aber hier wählt man nicht die ganze Matrix, sondern nur die erste Spalte. Weil die Leistung, die ich hier habe oder suchen will, liegt in der ersten Spalte. Und da brauche ich nur die erste Spalte zu markieren. Und jetzt hier kommen wir zu einer wichtigen Sache. Bei der Funktion Vergleich haben wir beim Vergleichstyp drei Optionen. 0, 1 oder minus 1. 0 ist eine exakte, also 0 heißt, er findet mal exakt den Motor mit 41 kW. Ja? Also da würde ich dann gar nichts kriegen, weil ich habe eigentlich kein Motor mit 41 kW. Bei 1 würde man suchen, den Motor, der kleiner, also der diese kW hat oder kleiner. Das heißt, man sieht hier, der gibt mir den Motor in Zeile 3. Zeile 3 wäre dann dieser Motor, der C-Motor. Ja, noch was will ich erwähnen. Die Funktion Vergleich spuckt nur die Zeile, in dem sich dieser Datensatz befindet. Sie gibt nicht den Datensatz her, wie beim S-Verweis, sondern nur die Zeile, wo sich der befindet. Und deswegen hier die 3 ist die Zeile, wo sich dieser Datensatz befindet, nämlich hier die 3. Okay? Und 1 ist quasi wie beim S-Verweis, wenn man das auf wahr setzt. Also es ist genau identisches Resultat wie beim S-Verweis. Wenn man S-Verweis den Bereich Verweis hinten beim S-Verweis auf wahr stellt, ist genau hier, wie wenn man es auf 1 stellt. Und 0 ist genauso wie beim S-Verweis, wenn man den Bereichverweis auf falsch stellt. Ist genau identisches Resultat. Aber ich will hier den nächstgrößten Motor. Und deswegen kommen wir hier auf minus 1. Das heißt, in dem Fall wählt die Funktion Vergleich den nächstgrößten Motor, nämlich den D. Okay? Jetzt ist klar, hier kommt gar nichts, weil ich muss noch was mit meinen Daten machen. Und zwar, ich muss meine Daten absteigend sortieren. Okay, und das heißt, bei Sortieren, nach Größe absteigend. Und schon habe ich jetzt
Zeile 3. Das heißt, das ist dieser Motor hier. Okay? Und wenn ich, wir können es nochmal testen. Nehmen wir an, ich habe jetzt 82 kW. Müsste eigentlich jetzt den, die Zeile 1 kommen, nämlich der Motor mit 100 kW. Stimmt, genau. Okay? Jetzt, Zeile kriege ich hier. Wie kriege ich jetzt den Motortyp? Und da benutze ich die zweite Funktion, das ist die Indexfunktion. Die Index funktioniert sehr ähnlich zu S-Verweis oder zu Vergleich, nämlich sie liegt auch in Matrix, in der Rubrik Matrix. Und da ist sie. Okay, wir nehmen immer die erste Option. So, wo ist meine Matrix? Meine Matrix ist hier. Das sind also alles. Welche Zeile habe ich? In welche Zeile liegt der Motor, den ich will? In dieser Zeile. Okay. Und in welcher Spalte liegt die Daten, die ich brauche? Ich brauche hier den Motortypen, quasi, das ist Spalte 2, wie im S-Verweis. Und dann auf OK. Okay, da habe ich den Motor F. Ich mache es mal nochmal mit dem Preis. Wieder Funktionsassistent auf Matrix Index. Wieder die erste Option. Und Matrix ist wieder meine Motoren. Welche Zeile ist es? Wieder dieselbe Zeile hier. Ups, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich müsste eigentlich im nächsten Feld reinklicken. Okay, nochmal Matrix markieren. Dann Zeile ist hier. Und Spalte in dem Fall, in welcher Spalte liegt der Preis? In Spalte 3. Dann gebe ich 3 ein. Und okay. Okay, und so habe ich dann den nächstgrößten Motor. Und wenn ich jetzt zurück zu dem Beispiel von vorhin, 41, müsste ich eigentlich jetzt den D-Motor mit 2200 kriegen. Und so ist es. Und das, sowas mit dem S-Verweis zu erstellen, ist unmöglich. Man bräuchte den S-Verweis und auch eine weitere Funktion. Und daher ist die Vergleichsfunktion mit dem Index sehr passend für solche Fälle, wo man den nächstgrößten Fall will, ja, wie in diesem Motorbeispiel. Ich werde in weiteren Videos noch mehr Videos machen über Vergleich und dass man diese Funktion besser verstehen kann.